werden wir uns den vier Klängen zuwenden. Ich werde dir das hier wieder demonstrieren anhand von einem C jeweils. Das ist immer mein Grundton. Das ist am einfachsten zu erklären. Okay, ich denke, die drei Klänge, die sollten gut sein für dich. Mit denen bist du nun vertraut. Und wenn du jetzt einen Vierklang bilden möchtest, dann kommt einfach ein Ton mehr dazu. Also ein Vierklang bedeutet, der Akkord besteht aus vier verschiedenen Tönen. Ich werde sie dir hier jetzt nur in der Grundstellung demonstrieren zuerst. Okay. C-Dur, denke ich, ist klar. Und jetzt, wenn ich eine Septim hinzunehmen werde, dann gibt es zwei verschiedene Typen, die vielfach auch verwechselt werden von meinen Schülern. Jetzt, wenn ich hier einfach nochmals eine Terz hinzufügen werde, das wäre jetzt eine große Terz, dann bekomme ich hier, ich kann die Fingersätze hier jetzt wechseln, ich verwende jetzt die Finger 1, 3, 2, 1. Und von der Intervallstruktur her hätte ich jetzt 1, 3, 5, 7. Und das ist eine große Septime. Immer wenn wir eine große Sept hinzufügen zu einem Dur-Akkord, dann bekommen wir einen Major 7-3-Klang. Major 7. Und das hört sich immer so ein bisschen verträumt oder ein bisschen wolkig an für mich. Ja? Wunderschöner Sound. Dasselbe hier jetzt auch wiederum. Ich kann hier vom Dreiklang einfach wieder hier den B hinzufügen und so bekomme ich hier auch ein C Major 7. Du merkst hier oben, da kommt auch ein bisschen mehr zur Geltung als hier unten, bist du ja ein bisschen mulmig vom Sound her. He? Okay, also Dur-Akkord, große Septim, ergibt einen Major 7 Akkord. Dann, wenn ich einen Dur-Akkord verwenden würde und ich füge eine kleine Septime hinzu, ich einen Dominant 7. Bei einem Stück, wenn du das so siehst, dann steht zum Beispiel hier nur C7. Immer nur wenn C7 steht, dann ist damit ein Dominant Akkord gemeint. Und wenn C, MA7 oder C, ein Dreieck 7 steht, dann ist immer der Major Sound gemeint. Also hier C Major 7, hier C Dominant 7 oder einfach nur C7 in der Umgangssprache. Das bedeutet einfach, ich habe hier vom Grundton hier eine kleine Septime hinzugefügt. Und du merkst auch, der Sound hier, der hat Spannung. Im Vergleich zu dem, der ist schön, wunderbar, offen, verträumt. Und hier habe ich Spannung drin. Dasselbe hier auch nochmals. Hier die kleine Septime, ja, der B-Flat hier. Und so kriege ich einen dominanten Akkord. Okay, jetzt werden wir vom Dur-Gerüst nochmals zum Moll hinübergehen. Also unten habe ich jetzt einen C-Moll-Dreiklang. Wenn ich jetzt eine große Sept hinzufügen werde, dann kriege ich einen sehr speziellen Sound. Kommt sehr selten vor, nur in Jazzkreisen. Das wäre hier ein C-Moll-Major 7. Das musst du nicht unbedingt können, denke ich jetzt mal, in diesem Stadium. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Okay. Jetzt, was aber viel vorkommt, ist dann zum Beispiel ein C-Moll 7. Und so kriege ich das. Also hier ein Moll-Akkord, C, S, G, kleine Septim, ergibt ein C-Moll 7. Dasselbe hier nochmals, einfach mit der rechten Hand gespielt. Hier vom Grundton wieder eine kleine Septim, C-Moll 7. Jetzt, wenn ich die Quinte nochmals nach unten nehmen würde, so kriege ich hier unten einen C vermindert, den kennen wir bereits. Und wenn ich jetzt hier die Sept hinzufügen werde, dann heißt der Akkord ein C-Moll 7, B5 oder umgangssprachlich auch ein C halb vermindert. So habe ich die Intervalle 1, B3, B5, B7. Dasselbe hier nochmals. 1, B3, B5, B7. Und wenn du jetzt ein Liedsheet vor dir hast und es steht vermindert 7 da, also ferm, meistens wird das so abgekürzt, fair oder dim, ist der englische abgekürzte Ausdruck dafür. Dann bedeutet das, ich habe hier einen C vermindert und jetzt werde ich die kleine Septim hier nochmals einen Halbton tiefer spielen und so kriege ich eine verminderte Septime. Umgangssprachlich ein bisschen kompliziert, das ist das gleiche im Grunde genommen wie hier eine Sechste, eine große Sechste. Und so habe ich einen C7 vermindert. Du siehst, der hat noch mehr Spannung drin. Und hier dasselbe nochmals.
Sound her. Spannender Sound. Okay, ich denke, das sind die gebräuchlichsten vier Klänge jetzt für den Anfang. Es ist gut, wenn du es zuerst im Moment nur einfach beim C nochmals so verinnerlichst hier, nochmals veranschaulichst und dass du dir bewusst bist, welche Intervalle hier sind drin. Du siehst es auch noch auf dem Beiblatt, auf dem PDF, du kannst es auch ausdrucken und es ist wirklich entscheidend, dass du weißt, wie diese Akkorde funktionieren.